Ja, dann begrüße ich Sie alle recht herzlich zu unserer Pressekonferenz vor unserem Heimspiel am Samstag um 20.30 Uhr in der Arena gegen Frisch Auf Göppingen. Ich begrüße unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Cheftrainer Alassane Eyosson und unseren Kapitän Michael Haas. Mir geht die erste Frage an den Trainer. Was hast du dir mit deiner Mannschaft für den Samstag vorgenommen? Ja, wir haben uns natürlich einiges vorgenommen. Wir wissen, dass mit Göppingen mittlerweile eine Mannschaft, die im aufsteigenden Form ist, zuletzt. Die jetzt auch nach den Trainerwechselungen auf Prag mittlerweile gefestigter ist, als wo wir letztes Mal auf die getroffen haben. Und dass da eine Menge taktische Raffinesse auf uns zukommt. Sehr viele Aufgaben, was mit siebten Feldspieler und einiges, was Rolf Prag halt immer wieder ausprobieren möchte. Und da haben wir uns die ganze Woche jetzt mit beschäftigt und wollen so gut wie möglich jetzt in diesem Spiel vorbereitet kommen. Trotz einiger Ausfälle und Verletzungen müssen wir versuchen jetzt mit alles, was wir haben, uns mit uns so einen guten Spiel, eine gute Performance hier so abliefern und damit auch die Punkte hier in Nürnberg zu behalten. Danke dir, René. Was erwartest du dir von der Mannschaft gerade hier in der eigenen Halle? Ja gut, dass wir natürlich gerade zu Hause einen sehr beherzten, kämpferischen und leidenschaftlichen Auftritt natürlich hinlegen. Wir alle wissen, die Situation ist gerade personell sehr schwierig. Wir haben wieder einiges Verletzungspech gehabt. Bei einigen steht der Einsatz mit großen Fragezeichen dahinter. Bei einigen ist er wahrscheinlich ausgeschlossen. Deswegen ja, nützt es auch nichts, da jetzt groß zu lamentieren oder sich darüber aufzuregen, sondern wir müssen die Situation nehmen, wie sie ist, müssen natürlich noch enger zusammenrücken. Deswegen kommt es jetzt noch mehr auf die einzelnen Akteure an, die fit sind. Aber ich glaube, wir haben genug Qualität noch im Kader, um auch einer Mannschaft wie Göppingen entgegentreten zu können. Natürlich wissen wir auch, dass Göppingen nicht nur nach dem Trainerwechsel, sondern davor auch eine sehr, sehr starke Mannschaft ist. Nicht umsonst ERF-Cup-Champion, haben jetzt auch zuletzt Melsungen geschlagen. Also das ist schon ein Top-Gegner, der uns da erwartet. Nicht zu Recht auch etwas höher in der Tabelle steht. Und dementsprechend ja, müssen wir natürlich gerade hier zu Hause alles aufbieten, um so einen Gegner schlagen zu können. Aber wir hoffen natürlich zusammen mit unseren Fans, dass wir da am Samstag ein gutes Spiel machen können und ja, schauen, dass wir die Punkte hier in Nürnberg behalten. Danke, René. Micha, wie hast du deine Mannschaft als Kapitän in den letzten zwei Wochen beobachtet? Ja, es war natürlich jetzt ein Auf und Ab in der letzten Zeit. Wir haben ein paar sehr gute Spiele gemacht, wo die Ergebnisse dann am Ende nicht so 100% gepasst haben. Ich glaube, ja, das Heimspiel gegen Stuttgart, da braucht man nicht weiter länger drüber zu sprechen. Und ich denke, unser Auftritt in Kiel hat wieder so ein bisschen Mut gemacht. Jetzt im Hinblick auf das Spiel in Göppingen können wir, glaube ich, oder sollten wir so rangehen, dass wir sagen, wir haben noch kein Ligaspiel gegen Göppingen verloren in den letzten zwei Jahren oder im letzten Jahr. Wohl wissen, dass natürlich die Vorzeichen jetzt ein bisschen anders sind. Göppingen ist in deutlich besserer Verfassung, als sie es in den letzten Spielen gegen uns waren. Ja, die Verletzungssituation wurde auch schon angesprochen. Klar ist es bitter, dass wir jetzt einfach nicht komplett sind. Oder wir waren ja, seit Monaten eigentlich nicht komplett. Aber letztendlich am Ende der Saison fragt niemand mehr, in welchem Spiel welcher Spieler wirklich gespielt hat. Es kommt jetzt darauf an, dass wir mit dem, was wir haben, einfach das Beste rausholen. Ich glaube, dass wir dazu in der Lage sind. Danke dir. Eure Fragen? Kurzes Handzeichen, Christoph Benisch, Erlanger Nachrichten. Ja, könnt ihr da ein bisschen konkreter werden bezüglich verletzten Situationen, wer jetzt einsetzbar ist und wer nicht? Ja, wir können da von sagen, dass das, also der Christopher Bissel wird auf jeden Fall mitwirken können wieder. Hat die ganze Woche mit trainiert und wird auch am Wochenende spielen. Die Situation bei Jan Schäfer ist weiterhin, der wird uns weiterhin fehlen, aber ist trotzdem Aussicht, dass es nicht bis Ende der Saison, sondern halt, dass er Anfang Mai wieder wahrscheinlich mitwirken könnte. Das ist natürlich, muss halt weiterhin beobachtet werden oder halt dieses normale tägliche Besichtigung auf dem Spielern. Aber Nico Link wird uns wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich fehlen nach seinem Umknicken in Kiel. Das ist aber auch weiterhin unter Beobachtung von dem Ärzteteam, aber das ist mehr oder weniger ausgeschlossen, dass er jetzt am Wochenende spielt. Katze ist, hoffen wir, ist die Hoffnung noch nicht weg. Wir hoffen, dass sehr auf seinen Einsatz am Samstag, aber das werden wir am Freitag erst genauer sagen können oder beurteilen können. Aber wir sind, das ist, ja, ist ein Fragezeichen, aber wir sind positiv gestimmt, dass es funktionieren könnte. Ich habe, glaube ich, alle jetzt durch. Nico Teilinger wird
zurückkommen. Im Kader hat jetzt auch die Woche ganz normal mittrainiert und auch das Spiel mit der zweiten Mannschaft halt in der dritte Liga halt mitgemacht und ist auf einen guten Weg zurückgekommen, auch wenn man von ihm sicherlich am Anfang keine Wundersachen erwarten kann. Er wird sicherlich seine 2 bis 3 Wochen brauchen, bis er wieder im Rhythmus ist. Aber das ist so ungefähr, wenn ich keinen vergessen habe bei den zahlreichen Auszahlungen, dann glaube ich, ist das der aktuelle Stand. Flo Pöllmann. Es ist bei Nico Teilinger tatsächlich so, dass er vor allem ein paar Minuten Entlastung schaffen soll in der Abwehr. Also, dass er vorne keine 10 wirft, ist klar, aber dass er genau dafür eigentlich gedacht ist am Wochenende. Das ist hauptsächlich, dass wir einfach eine weitere Linkshänder haben, die uns dann vor allem was taktisch angeht, Steinhardt in bestimmten Situationen entlasten kann. Auch in die Deckung, was die zweite Welle, was gerade die Stärke von Teile ist. Und wie gesagt, dass er halt vielleicht 5 bis 10 Minuten pro Halbzeit vor Entlastung sorgen kann und vielleicht ein bisschen mehr, was die Abwehr betrifft. Stichwort Abwehr mit Jan Schäfer und Nico Link, fallen ja da wichtige Stützen im Innenblock aus. Wie werdet ihr darauf reagieren? Wird da vielleicht Micha mehr in der Deckung dann zum Einsatz kommen oder wie genau ist das dann gedacht? Ja, Michael rückt da mehr im Innenblock als zuletzt und mit Andi Schröder und wir haben uns ein oder andere Sachen auch überlegt. Wir haben auch mit Johannes Bayer oder halt auch mit Florian Wagner auch die Woche hat mit gearbeitet in zentralen Positionen und werden da ein bisschen, wo die beide anderen Innenblocker rausfallen, ein bisschen zu Kompromiss halt gezwungen, weil wir werden nicht mit 2 Spielern komplett 60 Minuten die Innenblock spielen können und von daher mussten wir vielleicht auch in Systemänderungen ein oder andere Sachen uns einfallen lassen. Das heißt auch in der Spielmacherposition dann wieder mehr Martin Stranowski auch auf der Mitte oder? Wollt ihr nicht so viel verraten dazu schon? Wie gesagt, wir sagen, man muss nichts, aber alles ist möglich. Jonas Link haben wir auch mehr reingebaut, wieder auf die Mitte. Der fiel auf halb rechts, dass durch Teilinger zurück ist, habe ich die Woche mehr auf Nico Link gesetzt, auf die Mitte. Und mit Strano werden wir sehen, wo er auftaucht in dem Spiel. Michael, du hast es angesprochen, das Heimspiel gegen Stuttgart. Es gibt so ein bisschen die Vermutung, dass ihr zu Hause ein bisschen verkrampfter seid, auftretet, weil ihr halt dem Publikum zeigen wollt, was ihr drauf habt. Ist das tatsächlich ein bisschen ein Problem? Siehst du das genauso? Und was macht man dagegen als Mannschaft, dass das gegen Göppingen jetzt vielleicht ein bisschen lockerer auftritt? Was heißt Vermutung? Ich meine, die Ergebnisse sprechen da ja eigentlich für sich. Ich weiß gar nicht genau, ob unsere Heimbilanz sogar schlechter ist als unsere Auswärtsbilanz. Fakt ist, das sieht man ja auch, dass wir zu Hause im Moment nicht so befreit sind, wie wir das teilweise ohne Druck auswärts sind. Sei das jetzt bei einem Gegner auf Augenhöhe oder sogar in Kiel, wo wir ein bisschen lockerer gespielt haben. Ich meine, da muss man irgendwie versuchen, gegenzusteuern, sich selbst da versuchen, irgendwie von sowas wie Druck zu befreien. Irgendwann muss der Knoten platzen. Es geht halt nicht, letztendlich muss unsere Devise sein, gerade eine Mannschaft wie wir muss Heimstärke ausstrahlen. Und da müssen wir wieder hinkommen und das hat dann auch wenig mit Taktik zu tun und sonst irgendwas, sondern mit Einsatz und dann muss ich da einfach irgendwie reinbeißen. Und das ist halt jetzt unsere Aufgabe, so, die wir als Team halt bringen müssen, dass wir da wieder hinkommen. Ist da vielleicht genau die Situation am Wochenende wie geschaffen dafür, noch enger zusammenzurücken, weil euch trauen wahrscheinlich die wenigsten da einen lockeren Heimsieg zu in der personellen Notlage? Ja, ich habe das leider auch schon oft erlebt, dass in Phasen, wo eine Mannschaft arg dezimiert war, dass es plötzlich besser lief. Also sowas kann helfen, die Notlage zu erkennen und wirklich noch mehr für den anderen zu ackern. Kann helfen, wir hoffen drauf. Und ich meine, dass wir jetzt gegen die aktuelle Göppinger Mannschaft nicht Favorit sind, dazu noch so dezimiert, kann uns vielleicht helfen, uns selber den Druck ein bisschen zu nehmen. Was nicht heißt, dass wir das Spiel nicht unbedingt gewinnen wollen. Du hast auch angesprochen, die Mannschaft oder Göppingen lag euch in den letzten Spielen irgendwie mal ein bisschen bis auf den Pokal. Bringt es was tatsächlich, dass man auch doch, hat man das im Kopf oder ist das jetzt eine Mannschaft, die nicht mehr vergleichbar ist mit der, gegen die man eigentlich gespielt hat? Nee, es sind ja immer noch die gleichen Leute. Klar, sind jetzt einzelne Spieler von Göppingen in einer besseren Verfassung. Aber es ist schon gut zu wissen, dass man weiß, dass man gegen eine Mannschaft schon Lösungen gefunden hat. Und schon gewinnen konnte. Und mit so einem Erfolgserlebnis im Kopf
spielt es sich, glaube ich, etwas leichter. Gibt es weitere Fragen? Können wir einmal das Mikro zum Kollegen von Charivari? Nach dem Spiel gegen Göppingen das letzte Mal ist es ja auch für Göppingen ein bisschen besser gelaufen. Wie kann man Göppingen jetzt dann sozusagen nach dem letzten Spiel einschätzen? Göppingen ist einfach mittlerweile taktisch sehr befestigt. Ja. Das war natürlich, der Rolf lässt sich viel einfallen, aber wir sehen einfach, dass die mittlerweile stabiler und festiger sind und sind auch in der Lage, was man mit den Spielen auch gegen den Rheinecker Löwen zu Hause ein bisschen früher oder halt auch jetzt gegen Melsungen einfach Top-Mannschaften zu Hause zu gewinnen. Auswärts haben die auch gegen Magdeburg eine sehr gute Leistung über längere Zeit geboten. Wir wissen, dass da ja, einfach eine Mannschaft auf einen guten Tag absolute Spitzenwerte hat in der Liga und wir müssen uns da mit Händen und Füßen jetzt gewehren, um zu gewinnen. Jetzt war ja das Spiel in Kiel jetzt auch eigentlich ein positiver Aspekt. Es war jetzt besser als erwartet, würde ich sagen. Könnte man sagen, dass das vielleicht nochmal einen gewissen Boost gibt, dass man jetzt daheim nochmal extra motiviert ist? Ich glaube, zuletzt, was schon hier angesprochen geworden ist, die Situation oder wie wir zu Hause zuletzt uns ein bisschen unter Druck gesetzt haben. Ich glaube, wir brennen, wir wollen unbedingt jetzt hier zu Hause das halt so machen, dass wir auch selber mit uns zufrieden sind und mit unserer Leistung. Und das hat uns gegen Stuttgart ein bisschen umgehauen, dass wir da völlig daneben gegriffen haben. Und das wollen wir jetzt korrigieren als Mannschaft und werden alles daran setzen, dass wir wieder die normale Heimstärke von HC Erlangen hier in Nürnberg wieder fortsetzen. Ja, das ist jetzt eine Phase, die wir hatten, die war sicherlich schwierig über längere Zeit. Und jetzt müssen wir halt, dass Normalität wieder in Nürnberg eintritt, dass mindestens einer Mannschaft zu Hause stark ist hier in Franken. Heilinger ist ja jetzt wieder fit. Wie sehr wird er jetzt eingesetzt werden? Dient er eher als Entlastung oder kann er auch dauerhaft eingesetzt werden? Momentan ist er noch nicht so weit, dass man sagen kann, dass er der Alte ist. Also das wird schon 2-3 Wochen dauern oder sogar noch länger. Wird man sehen, aber so wie wir es gesprochen haben, 5 bis 10 Minuten pro Halbzeit. Wenn das gut läuft, natürlich dann mehr, aber erst einmal zur Entlastung von Steinert, dass zur Absicherung da steht als weiterer Linkshänder zur Verfügung und seine Abwehrstärke oder Konterstärke, dass sie uns da in einige Situationen hilft, aber erst einmal Schritt für Schritt, das ist für ihn ja so wie Juli jetzt, der war jetzt 5 Monate raus und der wird eine lange Vorbereitung brauchen, bis er wieder Normalleistungen bringen kann oder seine normale Leistungen bringen kann. René, es gibt ja auch sozusagen eine spezielle Aktion zum Spiel gegen Göppingen. Wie viele Besucher werden erwartet und wie wichtig ist dann auch ein Sieg sozusagen, wenn es auch noch so eine gute Aktion gibt? Ja gut, also ich sag mal, die Aktion unter dem Namen Sixpack, die wir uns ja überlegt haben, dass man mit 6 Freunden dem Spiel beiwohnen kann, da 5 Karten nur bezahlt und am Ende auch mit auf unser Players Night, die wir erstmals nach dem Spiel durchführen, dort gemeinsam einen schönen Abend verrichten. Das ist natürlich mit dem Sieg umso schöner, wenn man das auch danach gemeinsam feiern kann. Aber ich glaube, wir haben es ja schon angesprochen, gerade in der jetzigen personellen Situation ist einfach der Push von den Zuschauern umso wichtiger. Ich glaube, und das braucht die Mannschaft auch, gerade in der jetzigen Phase, zu sehen, dass ganz Franken auch hinter uns steht, auch die Mannschaft anfeuert und genauso werden wir auf der Platte brennen. Und ich glaube, diese Kombination, die kann am Samstag zum Erfolg führen. Aber auch nur so funktioniert es. Also desto dezimierter man ist, dann geht es halt natürlich nur gemeinsam und wir alle müssen versuchen halt dort so einen Gegner dann ja, gemeinsam zu schlagen. Und jetzt letzte Frage, Adli. Für Jan Schäfer ist ja wahrscheinlich die Saison vorbei. Gibt es noch mehr Spiele, für die die Saison vorbei ist, jetzt halt auch mit den Verletzungen? Wir haben gerade gesagt, dass das Jan nicht bis Ende der Saison ausfällt. Der wird konservativ jetzt behandelt und sollte Anfang Mai hoffentlich wieder einsteigen können, wenn alles gut läuft. Das heißt, er wird die letzten 4-5 Spielen uns weiter zur Verfügung stehen, wenn alles gut läuft. Sonst sind keine anderen Spieler, wo die Saison zu Ende. Wir reden immer noch. Zwischen, Zeit ist ungewiss, was Nico Link, also das Köppinger Spiel wird wahrscheinlich zu früh kommen.
Das Gleiche gilt auch jetzt mit Katze. Wir hoffen auf Samstag, aber der wird kurzfristig auch wieder zu uns stoßen. Sonst hoffen wir, dass das, ja, nee, da fällt keiner noch bis Ende der Saison jetzt noch raus. Gibt es noch Fragen? Ist nicht der Fall, dann danke ich fürs Kommen. Und wir sehen uns dann am Samstag hier in der Arena wieder um 20:30 Uhr. Vielen Dank. Tschüss.